In einem echten Derby kann es auch mal etwas härter zugehen. Kampf und harter Einsatz gehören irgendwie dazu. Im Gegensatz zu einer Reihe von Chaoten auf der Tribüne, die Darmstadts Preston Zimmerman mit einem Feuerzeug am Kopf trafen und das Spiel an den Rande des Abbruchs brachten. Die Emotionen gehören zum Fußball dazu. Ist keiner verletzt worden, ist ein bisschen was geschmissen worden. Ich sehe das nicht alles so dramatisch. Herr Gagelmann hat da sehr souverän reagiert, hat die Situation voll im Griff gehabt. Auf das Geschehen auf dem Platz musste Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann zum ersten Mal in der sechsten Minute eingreifen. Foulspiel von Julian Rataj an Fabian Becker. Dafür gab es gleich mal die erste gelbe Karte der Partie. Das Foul aber außerhalb des Strafraums, also Freistoß OFC. Das ist eine Sache für Julius Reinhardt. Aber kein Problem für Jan Zimmermann, der sich da lang macht. Der Kapitän im Tor der Lilien. Dirk Schuster und Rico Schmidt haben einst gemeinsam in der Jugend des Chemnitzer FC, der damals noch FC Karl-Marx-Stadt hieß, gespielt. Jetzt stecken sie beide mit ihren hessischen Teams mittendrin im Abstiegskampf. Dann mal die Lilien. Flanke von Stegmeier. Stegmann in der Mitte. Erste gute Torchance für Darmstadt 98. Vergangene Woche hat Markus Stegmann sein erstes Saisontor erzielt und auch hier fehlte nicht viel. Wolnikowski lenkt den Ball gerade noch über die Querlatte. Darmstadt jetzt das bessere Team, bleibt am Drücker. Zimmerman auf Uwe Hesse, der hat viel Platz. Super Flanke auf Stegmann und den macht er tatsächlich noch daneben. Eine hundertprozentige Torchance, berechtigter Ärger beim Trainerteam von Dirk Schuster. Denn den muss er einfach machen. Der OFC versucht dagegen zu halten. Das Spiel wird jetzt besser. Der Ball von Schwarz kommt zu Matthias Fetsch, abgeblockt. Und dann der Schuss von Nicolas Feltern. Aber das ist insgesamt zu harmlos. Darmstadt in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft. Versteckt sich beim Erzrivalen keineswegs. Stegmeier setzt sich da super durch und dann der Fehler von Wolnikowski und das 1:0 durch Preston Zimmerman in der 36. Minute. Die verdiente Führung für die Lilien. Zunächst das schöne Dribbling von Michael Stegmeier, wird nicht richtig angegriffen und dann sehen Kleine Heißmann und Wolnikowski beide alles andere als gut aus. Klarer Torwartfehler, eine Einladung für Preston Zimmerman. Der bedankt sich für seinen sechsten Saisontreffer, damit der beste Darmstädter Torschütze. Doch direkt im Anschluss folgen die unschönen Szenen dieses Derbyabends. Die Stimmung kocht jetzt hoch, Gegenstände und Bierbecher fliegen auf den Platz. Und für 10 Minuten muss das Spiel daraufhin unterbrochen werden. Bei vielen herrscht großer Ärger und Unverständnis über diese Aktion. Und UFC-Vizepräsidentin Barbara Klein versucht, die aufgehitzten Gemüter zu beruhigen. Bei uns geht es ja um etwas. Nicht nur um das Spiel bei dem Spiel, sondern auch die Visitenkarte nach draußen. Weil ich immer sage, wir der OFC müssen uns nach draußen anders präsentieren. Doch zum Glück kann dieses Fußballspiel dann fortgesetzt werden. Wir springen in die zweite Halbzeit. Der OFC kommt mit neuem Schwung aus der Kabine und mit der Chance für Matthias Fetsch zum Ausgleich. Der Kapitän des OFC wartet seit Mitte Februar auf einen Treffer. 10 Tore hat er in dieser Saison schon erzielt, aber im Moment herrscht auch bei ihm Torflaute. Aber Offenbach mit seiner besten Phase jetzt besser. Nächste Schusschance für Maxi Alschwede, aber auch das ist natürlich viel zu ungefährlich. Die Darmstädter Defensive hat sich unter Trainer Dirk Schuster stabilisiert, aber vorne, da münzen sie ihre Chancen zu selten in Tore um. Wie hier. Nächste Großchance für die Lilien. Toller Pass von Latzer auf Uwe Hesse, aber diesmal auch klasse Parade von Wolnikowski. Und dann schwächt sich der OFC selbst. Nach diesem Einsteigen von Warshausen gibt es Gelb-Rot. Offenbach in der letzten halben Stunde auch noch in Unterzahl. Darmstadt drängt jetzt auf die Entscheidung.
Pass von Latzer auf Hesse. Nächste hundertprozentige Torchance. Aber sie schaffen es tatsächlich noch, diesen Ball nicht im Tor unterzubringen. Tolle Rettungstat von Julius Reinhardt mit vollem Einsatz. Aber der tut sich dabei richtig weh. Muss danach ausgewechselt werden. Aber unglaublich auch, was die Lilien in diesem Spiel für Chancen liegen lassen. Der Gesichtsausdruck von Dirk Schuster sagt alles. Knapp 10 Minuten noch zu spielen. Darmstadt 98 müsste längst deutlich höher führen. Tunnel von Hesse gegen Kleine Heißmann. Und dann macht Marco Stegmann den Sack endgültig zu. Das 2:0 für die Lilien, die Entscheidung. Gute Vorarbeit hier von Uwe Hesse. Und Stegmann macht seine vielen vergebenen Chancen wieder wett. Darmstadt gewinnt völlig verdient auf dem Biberer Berg in Offenbach. Für die Lilien ein echter Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Und für den UFC das 5. Spiel in Folge ohne Sieg und ohne Tor. Das tut weh, dass wir es nicht geschafft haben, hier auch den Bock umzustoßen und endlich auch ein Tor zu schießen. Und hinten können wir uns so nicht präsentieren. Die Chance zur Revanche, die gibt es für den UFC bereits am Montag im Hessen-Pokal-Halbfinale. Auch da geht es für beide wieder um einiges, nämlich um den Einzug in den DFB-Pokal in der kommenden Saison.